Guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen so ein kleines Stück mit mir. Ich habe hier mein Perlenstickbild aus China. Ich habe, bevor wir starten, noch mal ein paar Eckdaten für euch. Also ich habe mir das jetzt eingeklebt. Das ist ja dieses Projekt. Also ja, ist aus China. Also es hat die Größe. Also ich habe jetzt nur die Perlengröße, also da, wo die Perlen liegen, genommen, hat 57,5 mal 35,5 plus minus Millimeter, hat 20 Farben, hat in der Breite 124 Perlen, der Länge 204, ergibt eine Gesamtperlenmenge von 24.296. Ja, wie gesagt, das Bild war... ja, aus oder ist aus einer Kooperation. Also ich werde mir jetzt meinen Faden vorbereiten. Ja, wir haben heute Dienstag, den, was haben wir denn heute, den 20. Ich habe ja mein Urlaub mehr oder weniger beendet. Ich habe ordentlich was tatsächlich geschafft in meinem Urlaub. War wirklich ein guter Urlaub. Hätte das Wetter jetzt noch ein bisschen mitgespielt, wäre es perfekt gewesen. Aber es war entweder zu heiß oder zu kalt. Also so ein Mittelding gab es tatsächlich nicht. Also... ja, so viel, was im Garten machen konnte ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, könnt ihr was sehen? Doch, so könnt ihr was sehen. Ich kann euch nicht weiter runternehmen, weil sonst habe ich die Kamera genau vor der Linse und dann kann ich nicht mehr sticken. Ja, also ich habe mir das ja aufgerollt. Das geht wirklich also sehr, sehr gut. Ich habe zwar öfter Angst, dass ich vielleicht nach hinten hin in den Stoff reinpieke, aber ja, die Angst ist unbegründet, also da passiert nichts. Also das merkt man, wenn man da hinten irgendwo reinpiekt. Ich komme so ganz gut voran, tatsächlich. Was mir aufgefallen ist, dass irgendwas ein bisschen abfärbt. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Entweder die Perlen oder tatsächlich der Stoff von der Hitze vielleicht, ich weiß es nicht, weil man schwitzt ja auch beim Sticken, wenn es so heiß ist. Und dann entwickelt sich ja auch so ein bisschen Schweiß an den Fingern, so ein bisschen Feuchtigkeit und kann sein, dass der Stoff dann da tatsächlich abfärbt. Ich hoffe, es sind nicht die Perlen. Ich habe mir schon überlegt, mal so ein paar Perlen ins Wasser zu schmeißen, um zu gucken, was da passiert. Naja, vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber ja, ich bin auch ein bisschen schneller geworden mittlerweile mit den Reihen. Das ist aber wahrscheinlich dem zu schulden, dass man so langsam weiß, wo welche Perle im Perlenbrettchen ist, dass man da nicht immer lange suchen muss. Obwohl, wie gesagt, es sind ja nur 20 Farben. Das ist eigentlich noch relativ übersichtlich. Ja, wie gesagt, mein Urlaub ist vorbei. Gestern hatte ich meinen ja, offiziell ersten Arbeitstag, aber da hatte ich dann noch frei. Heute hätte ich arbeiten müssen, aber ich hatte im Vorfeld schon mit einer Kollegin getauscht, weil mein Mann heute operiert wird. Es ist jetzt also keine große OP. Er hat irgendwie so ein komisches Ding da oben an der Stirn, was bloß ja, ein kleiner Pickel war, sage ich jetzt mal. Hat sich aber mittlerweile doch stark vergrößert. Und ihr kennt ja Männer, die zappeln ja doch dann immer lange mit hin. Und ja, bis er dann sich dazu entschlossen hatte, da mal was gegen zu tun. Das ist auch mittlerweile, glaube ich,
8 Wochen her, ist er dann zum Hausarzt, hat sich dann eine Überweisung geben lassen für den Chirurgen. Ja, einen Termin zu bekommen beim Chirurgen hat schon erstmal ziemlich lange gedauert. Und der Chirurg hat dann gesagt, er könnte das nicht wegmachen, weil das müsste irgendwie genauer mal vom Hautarzt untersucht werden, weil es könnte auch ein Tumor sein. Und naja, jedenfalls hat er dann sich einen Termin geben lassen beim Hautarzt. Das hat dann auch irgendwie nochmal 4 Wochen gedauert. Und ja, und der Hautarzt sagte, also es ist kein Tumor. Also das ist halt einfach eine Stelle, die sich entzündet hat. Und das muss natürlich operativ entfernt werden. Aber es wird tatsächlich nur unter örtlicher Betäubung gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, er bekommt eine Vollnarkose, weil es doch ziemlich großflächig gemacht werden muss. Er hatte zu ihm gesagt, dass man ja es quasi aufmachen könnte. Man holt den ganzen Schitterdings da raus, was da so drin rumschwimmt. Aber da wäre halt die Gefahr, dass es dann wiederkommt. Und er sagte, das wäre ja nicht Sinn der Sache. Also wenn, möchte man ja auch Ruhe haben. Deswegen wird es ziemlich großflächig entfernt. Das heißt, mein Mann muss danach auch 10 Tage, also darf er nicht arbeiten. Ja, und naja, ihr wisst ja, mein Mann ist selbstständig und Arbeit ist sein Leben, sage ich jetzt mal. Also das ist wirklich, ja, für ihn sehr, sehr schwer. Und er sagte auch, ja, er bleibt denn heute noch zu Hause, morgen geht er wieder arbeiten. Und da habe ich gesagt, nix da. Ich sage, du bleibst zu Hause. Ich sage, sonst reiche ich sofort meine fristlose Kündigung ein. Da guckt er mich nur großartig an und er kennt mich. Er weiß, ich fackel mit sowas nicht lange. Ich mache das. Also von daher bin ich ja mal gespannt. Also er muss mindestens 10 Tage zu Hause bleiben, weil wie gesagt, es ist, wird großflächig gemacht. Ich denke mal auch, dass dann vielleicht, naja, es wird wahrscheinlich dann anschwillen, ist logischerweise, und dass dann auch so das Auge vielleicht so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Also kann ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch so ein bisschen anschwillt. Und er wird natürlich arge Kopfschmerzen haben, ne? Aber ja, das erfahren wir dann nachher. Also ich fahre auf alle Fälle mit. Ich gehe aber nicht mit rein. Also ich bleibe dann im Auto sitzen oder ich gehe ein bisschen in die Stadt. Weil der Hautarzt, wo er hin muss, ist in Celle. Und das ist genau die Straße eigentlich vor der Innenstadt. Und dann, was weiß ich, vielleicht gehe ich eine Kleinigkeit essen, irgendwie ein bisschen was frühstücken oder so, weil frühstücken haben wir jetzt hier nicht mehr großartig Zeit. Ich bin auch nicht so derjenige, der tatsächlich frühstückt, obwohl ich ja eigentlich frühstücken muss wegen meinen Tabletten. Also ich esse dann immer, ja, heute Morgen habe ich nur eine Brezel gegessen, eine Salzbrezel, also ja, so eine kleine Brezel. Also ich kämpfe da mit mir, weil ich weiß, ich muss ja eigentlich was frühstücken, aber ich kriege tatsächlich nichts runter. Also so früh am Morgen essen, das ist nichts für mich. Ich esse ja meistens so zwischen 10, 10:30, dass ich mir dann so ein bisschen Quark mit ein bisschen Obst, ein paar Haferflocken mache. Aber die Portionen werden auch schon immer weniger. Also so 2 Löffel Quark, zumindest, dass der Magen so ein bisschen was zu tun hat. Und ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich dieses Pantoprazol weglasse. Und das bekommt mir eigentlich auch ganz gut. Also auch wenn ich wirklich mal nichts esse oder so, ich bekomme keine Magenschmerzen. Also ist eigentlich alles im grünen Bereich. Aber es ist natürlich, ja, für Körper und Seele und Wohlbefinden eben sinnvoller, wenn ich was essen würde. Naja, und von daher habe ich mir dann überlegt,
dass ich dann ja vielleicht so ein bisschen in die Stadt gehe. Ich weiß jetzt auch nicht, also es wird wahrscheinlich keine 10 Minuten Sache sein, wird schon ein bisschen länger wohl dauern. Und naja, werden wir sehen. Also ich werde dieses Video dann pausieren, werde euch dann auch später erzählen, was denn da nur bei rumgekommen ist. Er tut mir ja schon ein bisschen leid, also an der Stirn und so, das tut bestimmt auch hinterher arg weh, weil ja so oben auf der Stirn, da hat man ja nicht so viel Haut auch. Und wenn das denn doch so eine große Fläche ist, dann ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er wahrscheinlich arg Kopfschmerzen bekommt nachher. Aber ja, eigentlich hat er auch selber Schuld, wenn er so lange damit rumzappelt dann. Und dieses Ding, das hat er bestimmt schon 3 Jahre jetzt. Also erst war es wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner Pickel. Und ja, dementsprechend ist es dann natürlich auch gewachsen. Und jetzt sieht es eigentlich ganz komisch aus. Ich hätte euch auch ein Foto eingeblendet, aber ich glaube, manche, die können das nicht so gut ab. Aber es sieht eigentlich so aus, ja, wie so eine große Warze, würde ich fast sagen. Also, ja, sieht schon ein bisschen komisch aus. Also sehr unappetitlich tatsächlich. Also von daher schenke ich mir das mit dem Foto. Ja, ansonsten, ja, morgen muss ich dann wieder ganz regulär anfangen zu arbeiten. Hab dann wie üblich auch die Spätschicht. Und habe aber nur eine kurze Woche, also ich arbeite morgen und Donnerstag und dann habe ich dann schon wieder frei bis nächste Woche. Nächste Woche habe ich dann ein paar Tage mehr, eben durch diesen einen Tag, den ich halt mit meiner Kollegin getauscht hatte wegen heute, dass ich zu Hause bleiben kann. Und dann habe ich dann nächste Woche einen mehr und habe dann glaube ich auch 5, wenn nicht sogar 6 Tage nächste Woche. Aber das weiß ich nicht, da müsste ich auf den Plan gucken. Ich gucke immer nur von heute auf morgen und von daher, ja. Ja, was habe ich denn gemacht? Also ich hatte ja Sonntag euch das Video gezeigt, habe hier dran ein bisschen was gemacht gestern und habe einiges an meiner Meerjungfrau gestickt. Die liegt hier neben mir, das kann ich euch ja mal kurz zeigen. Ich habe da weiter so ein bisschen mit dem Blau gemacht. Ja, so ein bisschen was. Also hier, da ist der Strich. Also ja, bis dahin hatte ich vorher schon. Und das habe ich jetzt gestern alles aufgefüllt, während ich Dschungelcamp geguckt habe. Wer guckt es von euch? Hand aufs Herz, ohne zu lügen. Also ich liebe das ja, ne? Also, ich hatte in der Vorschau das gesehen und war jetzt aber nicht so tatsächlich begeistert, weil ich gedacht habe, die machen das wieder im Studio. Und dann hatte meine Tochter, die hat das geguckt und sagte, Mama, das machen die in Südafrika und ist gar nicht im Studio. Und da habe ich gedacht, oh, wie cool ist das denn? Habe ich natürlich gleich dann angefangen zu gucken, aber es sind ja mittlerweile, ich glaube, schon 5 Folgen raus. Ich habe erst 2 geschaut, weil die gehen ja doch ziemlich lange. Ich glaube irgendwie 1,5 Stunden pro Folge oder so. Aber was sie da wieder zusammengekarrt haben, also nee. Ich muss sagen, hier so dieser komische hier mit dem Bart, der hat sie ja wohl nicht mehr alle, ne? Der ist ja weiß ich auch nicht, der hat dort bestimmt irgendwie irgendwelche Synapsen da oben im Kopf, sind doch bei dem nicht ganz in Ordnung. Also ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dass sie den da gleich rausgefegt haben. Aber, nee, also sowas. Ich habe den überhaupt nicht erkannt und ich musste so lachen, wo der eine sagte, wo sie den gesehen haben, ob sie den vergessen hatten im Dschungelcamp. Hätte ja fast sein können, so wie der aussah. So mit seinem Bart und mit den langen Haaren und so. War treffend, der Satz. Also ganz ehrlich.
Aber ich hätte ihn überhaupt nicht erkannt, ganz echt nicht. Der ist auch voll dick geworden, ne? Der war ja vorher eigentlich ja gut gebaut, sage ich jetzt mal, für so einen jungen Kerl. Aber jetzt, also ja, hab mich doch erschrocken. Ja, wie die Zeit die Menschen verändern kann, ist unglaublich. Ja, ansonsten, was habe ich denn geguckt? Moment, fangen wir mal an. Was habe ich denn geguckt? Ah, ich will es mir immer aufschreiben und vergesse es dann wieder. Und ja, ich habe auf alle Fälle das Video von Celine geschaut, also von der lieben Kerstin von Celines Kunstraum. Das war irgendwie der sechste Teil, glaube ich, von ihrer Serie, die sie da gerade abdreht von ihren ganzen Diamond Painting Bildern. Ah, die hat so schöne Bilder und so große Bilder auch. Und mein Favorit ist ja hier der kleine Pinguin, ne? Oh, der ist so süß. Oh, wenn ich doch mehr Lust hätte zum Diamond Painting. Oh, es gibt so viele tolle Bilder, die ich mache, aber oh, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht zu aufraffen. Ich habe da mal so eine Phase, das geht dann so eine Woche, da haue ich dann aber auch ordentlich was weg, aber dann kommt wieder so eine Flaute. Da, ja, da passiert dann so gar nichts. Und wie gesagt, ich habe ja mein Starship im Garten zu liegen. Das liegt da richtig gut. Ich sollte es vielleicht mal abstauben gehen. Ich habe da zwar so einen Müllsack drüber gepackt, hätte ich fast gesagt. So eine Mülltüte drüber gelegt, damit mir das nicht so vollstaubt. Aber ja, gelegt habe ich nicht ein Steinchen. Also nicht ein einziges. Sieht noch genauso aus wie vorher. Ja, liebe Kerstin, liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Was habe ich denn noch geschaut? Ich habe geschaut das Unboxing von der Heidi vom Kanal Kraft und Wedding. Da hat sie ja das Projekt von, ich glaube, Olaloa oder irgendwie sowas. Ich muss ja, also ich habe mich ja direkt an meinem Kaffee verschluckt hier heute Morgen, wo ich den Namen gehört habe. Und zwar da, wo ich wohne. Wir hatten ja früher ganz viele englische Soldaten bei uns zu wohnen. Also es gab ja ganz viele, die mit ihren Familien hier gelebt haben. Und dann gab es natürlich auch viele junge Soldaten. Und gegenüber von dem Camp, wo die gelebt haben, ne, gab es dann ein, ja, sagen wir mal, ein Freudenhaus. Und das hieß genauso. Wo ich das gehört habe, ich habe fast an meinem Kaffee verschluckt. Da musste ich ja lachen. Und ich habe ja damals ja, sage ich mal, in einer Restaurantkneipe gearbeitet. Also tagsüber war es dann ein Restaurant und wir hatten ja bis morgens um 5 geöffnet. Und so ab 10, halb 11, ja, war dann eigentlich mehr nur noch so Kneipe. Und ja, wie viele Taxis ich da gerufen habe, die dann alle dahin gefahren sind. Das war unglaublich. Ja, und dann sind die Engländer weg und da war das Etablissement dann auch verschwunden. Also die haben dann wahrscheinlich keinen Umsatz mehr gemacht. Aber da musste ich doch ein bisschen grinsen. Auch an dich, liebe Grüße, Heidi. Und viel Spaß bei deinem Projekt. Ja, was habe ich noch geschaut? Lass mich überlegen. Oh, es ist ja nun wirklich noch nicht lange her, ne? Das habe ich. Ach so, dann habe ich noch das Unboxing von Leo gesehen. Ist ja auch ein chinesisches Bild, ein relativ großes Bild.
Ich bin gespannt, freue mich auch, weil sie gesagt hat, sie nimmt uns mit, wenn sie es ansteckt. Oh, ich mag sowas ja, ne? Wenn man so neue Projekte anfängt und zeigt und dann so die ersten Fortschritte sieht. Oh, ich mag sowas ja. Deswegen mache ich das mit meinen Videos auch so. Also ich hoffe, das gefällt euch auch so, wie ich das mache. Weil nur auspacken finde ich doof. Weil man möchte ja auch ein bisschen was sehen, was da so bei rumkommt. Ob es nun für die Tonne ist oder ob es empfehlenswert ist. Und von daher finde ich das dann immer schön, wenn man das dann immer so zeitnah dann auch anstickt. Ich meine, dadurch häufen sich natürlich die Projekte. Und ich hatte mir auch vorgenommen, dass ich jetzt in meinem Urlaub so ein bisschen was aussortiere. Aber dann hat man die Zeit, aber dann hat man keine Lust. Dann denke ich mir, oh nee, in der Zeit könntest du was anderes machen. Und läuft ja auch nicht weg, die Bilder, ne? Also die liegen ja schön in ihrer Kiste, weil ich möchte auch einen Teil weggeben, weil ich habe so viele Projekte, die da bestimmt schon 2 oder 3 Jahre liegen. Dann hat mir meine Freundin, wo sie hier war, noch so einen ganzen Schwung mit Bildern mitgebracht. Das sind auch zwar alles chinesische Kids, da sind auch Plagiate bei, aber sie sagt, sie stickt sie nicht, weil sie eben auch die Zeit dafür nicht mehr hat. Und ja, die möchte ich irgendwann alle mit in eine Verlosung packen. Vielleicht mache ich das so nach und nach, dass ich dann das ankündige und am Ende des Videos euch das dann präsentiere und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr da mitmachen möchtet oder nicht. Ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich das eigentlich nur für Abonnenten machen wollte, aber das darf man, glaube ich, nicht. Ich habe das. Mensch, wer hat denn das erzählt? War das Michaela? Bei ihrer Geburtstagsverlosung weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja, weil sich hat bei meiner verletzten Verlosung war ja eine Zuschauerin, die gesagt hatte, dass so viele mitgemacht haben oder viele Namen da erschienen sind, die man normalerweise gar nicht zu sehen bekommt. Und als ich dann so durchgegangen bin, ich meine, ich habe sie alle mit in den Lostopf geschmissen, also so viel Fairness muss schon sein. Aber es sind doch tatsächlich einige Namen dabei gewesen, die ich selber tatsächlich auch noch nicht gehört habe oder irgendwo gelesen habe. Naja, gut, aber dann hatte ich mir schon überlegt, dass man das nicht mehr mit ins Thumbnail schreibt. Bloß auf der anderen Seite denke ich auch, es sind ja auch viele von meinen Zuschauern, die jetzt nicht jedes Video schauen und die aber dann vielleicht das Glöckchen aktiviert haben und die möchte ich natürlich dann nicht außen vor lassen, dass die das dann halt auch mitbekommen, dass eine Verlosung am Laufen ist. Und ja, also wie gesagt, man kann nicht allen gerecht werden. Und ja, leider kann man da auch nicht großartig sortieren. Und von daher, ja, bleibt alles wie gewohnt. Ich pausiere euch mal ganz kurz. So, mein Faden war zu Ende. Ich habe mir ein paar Perlen aufgefüllt. Ja, also das Video geht jetzt aktuell 24 Minuten. Also ich brauchte vorher 25 Minuten circa für eine Reihe. Aber ich hatte ja vorher noch ein bisschen was erzählt. Also von daher merkt man schon, dass es mit der Zeit so ein bisschen schneller geht. Also wenn man denn so weiß, so nach und nach, wo denn die Perlen hinkommen.
Jetzt muss ich gucken, weil jetzt kommt so ab und an schon mal ein Grünton dazwischen. Also es geht langsam voran. Ich habe es auch noch nicht wieder ausgekullert. Also ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht. Ich hatte mir einen Strich gemacht. Da war das letzte Mal und nachdem habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, ist die 13. Reihe jetzt. Also ist schon ein bisschen was dazugekommen. Ich habe auch gestern tatsächlich viel geschafft, obwohl ich eigentlich ja richtig viel gemacht habe gestern tatsächlich. Ich habe 3 Maschinenwäsche gewaschen, die auch gleich rausgehangen, weil gestern war es tatsächlich mal trocken. Und eine Maschine hängt im Heizungsraum, weil draußen kriege ich dann nicht ganz so viel hin. Ich habe dann nur so einen, ja, so einen klappbaren Wäscheständer, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann habe ich von meiner Haustür, also ich habe ja 2 Haustüren, also vor der hinteren Haustür habe ich das Unkraut weggemacht und meine Blumen so ein bisschen gemacht. Die einzigen Blumen, die ich dieses Jahr im Garten habe, tatsächlich. Also ich habe wirklich nur vor meiner Hintertür Blumen. Vorne vor der Tür brauche ich gar nichts hinmachen, weil bei diesen Chaoten, die hier bei uns wohnen, ey, die machen alles kaputt. Wirklich wahr. Ich wohne ja auf einer Kreuzung und die B3 ist ja direkt bei mir am Haus. Und die B3 führt auch bei uns direkt durch. Ja, unsere kleine Innenstadt, sage ich jetzt mal so. Und ich weiß, wo das denn ein bisschen wärmer wurde mit den Temperaturen, hat denn die Stadt alles schön gemacht. Und dann haben wir so rechts und links, haben sie da so Narzissen gepflanzt gehabt. Und wo die denn alle geblüht haben. Und ich den einen Tag zur Arbeit gefahren bin, da haben die wirklich die ganzen Köpfe abgerissen von den Blumen. Also da lag alles, also diese komplette Einkaufsstraße bei uns, also komplett alle Blumen kaputt gemacht. Und da habe ich nur gedacht, ey, was sind das für Idioten, die wir hier wohnen haben? Also ganz ehrlich. Also unser Ort, der verwahrlost mittlerweile, ehrlich. Auch mit diesen Einbrüchen. Hatte ich euch erzählt, bei uns wurde ja innerhalb von 2 Monaten zweimal eingebrochen. Und ich weiß nicht, was in diesen Leuten vorgeht, ehrlich. Also, keine Ahnung, es wird immer schlimmer. Es werden hier so viel geklaut. Es werden E-Bikes geklaut und Roller und ach, weiß der Geier was. Es wird eigentlich alles geklaut. Denn werden Autos demoliert nachts und also wirklich echt schlimm. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass für die Jugendlichen zu wenig gemacht wird oder ob die irgendwie alle mal so ein Anti-Aggressionstraining brauchen oder was. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie flippen die alle aus hier im Moment. Also, ich meine, bei uns hier im Ort war schon immer viel Halligalli, weil wir auch sehr viele Ausländer bei uns haben, also nicht nur Kurden, Türken oder so, die zähle ich schon gar nicht mehr mit. Also die wir ja, also die hier bei uns im Ort leben, die leben schon ja so lange, wie ich eigentlich denken kann. Also ich bin mit denen zur Schule gegangen und alles, also mit denen aufgewachsen. Aber was so in den letzten Jahren noch dazugekommen ist an Kruppzeug, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich schlimm. Und dann werden die alle in diese ehemaligen, was ich erzählt hatte, in diese ehemaligen ja, Wohnungen gepackt, sage ich mal, wo die Engländer früher drin gewohnt haben mit ihren Familien. Und also es ist so richtig, richtig Ghetto. Also wirklich wahr. Und gerade da haben die diesen neuen Spielplatz hingesetzt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil dieser Spielplatz, der ist, oh, ich weiß gar nicht, wie alt der jetzt ist, der ist noch nicht wirklich alt.
Und da ist schon so viel kaputt und wird demoliert und die Bänke alle zerrupft und die Papierkörbe abgerissen und ach, also wirklich, wirklich schlimm. Also meine andere Enkeltochter und mein Enkelsohn, die wohnen ja da in der Nähe und meine Schwiegertochter lässt die da aber mittlerweile auch nicht mehr alleine hin, weil da wirklich nur Kruppzeug rumläuft und dann auch alleine ohne elterliche Aufsicht. Und die machen natürlich eine Scheiße, wenn die da sind, ne? Wenn die ganze Zeit da auf sich selber gestellt sind und machen können, was sie da wollen, dann lassen die sich da eben aus, ne? Ja, und gegen Abend kommen dann die ganzen Jugendlichen dahin, da wird da geraucht, da wird da gesoffen. Und das stört keinen Menschen, ne? Also wirklich, wirklich schlimm. Aber ich denke mal, das ist woanders genauso. Also es wird wahrscheinlich bei uns keine Ausnahme sein. Und ich denke mir gerade mal so in Großstädten ist das vielleicht noch ein bisschen extremer wie bei uns hier auf dem Land. Bloß bei uns auf dem Land fällt es mehr auf, ne? Weil es ist ja, also früher bei uns nicht an der Tagesordnung gewesen. Mittlerweile gehört es dazu, aber ja, wo ich jünger war, da war das hier nicht so. Also ganz ehrlich nicht. Da war denn Abendsrandale, wenn denn die Engländer und damals hatten wir noch Holländer und dann hatten wir auch ab und an Welsh Guards hier oder Scottish Guards. Und die waren natürlich, wenn die hier waren, da war natürlich Polen offen, dann hatten so manche Kneipen überhaupt nicht auf, weil sie Angst hatten um ihr Mobiliar, weil die, wenn die dann zugehauen haben, die haben ja nichts mehr auf seinen Platz gelassen. Alles demoliert. Also wirklich wahr. Da war immer, ich habe immer gesagt, dann zieht Bergen die, klappt dann die Fuß, die Bordsteine hoch, dann ist Bergen eine Geisterstadt, wenn die denn hier auf Manöver waren. Das waren dann, ich glaube, zweimal 2 Wochen pro Jahr, dass die dann hier waren. Und ja, da war schon Halligalli in allen Ecken. Ja. Gut, was habe ich denn noch geschaut? Ich habe geschaut das Video von der lieben Corinna. Da hat sie ja eins meiner Lieblingsprojekte von ihr gestickt. Das ist ja diese Riesendecke. Oh, die finde ich ja auch so, so schön. Ja, so, so schön. Hat mich gefreut, dass sie die mal wieder rausgeplündert hat. Ja, aber sie sagte ja auch, man muss ja immer mal was anderes zeigen, damit euch nicht langweilig wird. Aber auch ich sehe das nicht so eng. Entweder euch gefällt das, was ich gerade mache, oder ihr könnt ja einfach wegschalten. Es zwingt euch ja niemand, wenn euch das denn zu langweilig ist. Aber weil, also ich bin so, ich sticke das, worauf ich Lust habe, das, was ich fertig bringen möchte, das, was ich euch zeigen möchte, wo ich denke, dass das für den einen oder anderen interessant und wichtig ist, dass ich da vorankomme. Und von daher weiß ich nicht. Ich mache das, was mir gefällt. Ich war schon in meinem Überlegen, ob ich mit meinem Leuchtturm noch ein bisschen weiter Perlen sticke. Aber es gibt halt im Moment Projekte, die ich gerne voranbringen möchte. Meine Meerjungfrau mit dem blauen Hintergrund, die kann ich immer ganz gut sticken beim Fernsehgucken oder so, wo ich mich dann nicht ganz so extrem konzentrieren muss. Da kann ich dann auch öfter mal hinschauen. Und ja, das schafft auch ordentlich, weil da ist ja nicht, wenn man nur blau sticken muss, dann geht das ja eigentlich auch. Ja, was habe ich noch geguckt? Ja, zu guter Letzt habe ich das Ansticken von der lieben Rita geschaut. Sie hat ja sich ein neues Perlenstickbild geholt. Die weiße Stadt heißt das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Hat sie, so viel ich mitbekommen habe, wohl auch
von Nadja bestellt. Und ich muss sagen, Nadja ist schon clever, oder? Dass sie jetzt die DMC-Zahlen weglässt. Na? Also ist schon schwierig, weil es hat ja nicht jeder, wie Rita sagte, sie hat ja ein Perlenbuch, wo sie dann nachschauen kann. Aber ich glaube, es gibt so, so viele Perlen und es ist trotzdem schwierig, auch wenn man so ein Perlenbuch hat, da die richtige Perle rauszufischen. Und so für die anderen, also es haben mich mittlerweile schon ein paar Damen im Messenger angeschrieben, wo ich dann meine Perlen jetzt her habe. Ich hatte ja gesagt, dass das eine Dame bei eBay ist. Ich kann euch auch mal den Namen sagen. Oh, kann ich doch nicht. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Oh. Oder habe ich das doch? Ach Mist. Aber ich glaube, Zizarella heißt die bei eBay. Zirella oder Zizarella? Also wer da Interesse hat, muss mal gucken. Ich schaue da aber noch mal nach. Aber ich glaube, Zizarella heißt die. Vom Namen her, glaube ich, ist es auch eine Dame aus Polen, Russland, Ukraine, weiß ich nicht, die aber in Deutschland lebt. Und die hatte ich ja angeschrieben und sie gefragt, ob sie alle Perlen besorgen kann. Und sie sagte ja, wenn man die Nummer weiß. Ne? Und von daher weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nur so ein Sonderbild war oder ob das jetzt grundsätzlich so ist, dass man bei Nadjas Bildern keine DMC-Nummer mehr dabei stehen hat, weil dann wäre es natürlich ärgerlich, ne, wenn dir dann die Perlen ausgehen und du ständig nachbestellen musst und musst die dann auch bezahlen, plus die Versandkosten. Also dann wird das eine oder andere Bild ein teurer Spaß. Also wenn ich bedenke, wie oft ich bei meiner Wolfsmama da die Perlen nachgeordert habe, also hätte ich die jedes Mal bezahlen müssen. Ich meine, damals war Nadja dann noch so kulant, hat das dann so kostenlos nachgeschickt. Also ich brauchte da weder Versandkosten noch die Perlen zu bezahlen. Aber das macht sie wohl mittlerweile nicht mehr. Und dann kann so ein Perlenbild, was so 100 € kostet, ja mal ruckzuck 200 € kosten, ne? Also, weil man ist ja dann gezwungen, die Perlen von Nadja dann zu nehmen, wenn man die Nummer nicht weiß. Ja, aber nun ja, ist ja jedem selber überlassen, wo er sich seine Sachen kauft, gell? Und Rita hat ja wohl, was das anbelangt, nicht so große Probleme mit Nadja. Die kriegt ja wohl alles hinterhergeschickt. Ich weiß bloß nicht, ob Rita es auch bezahlen muss oder ob sie sie so bekommt. Aber naja. Auf jeden Fall ist es ein wunderschönes Projekt. Sie hat ja auch eine bunte Vorlage diesmal. Ich bin gespannt, was sie sagt, wie sie damit zurechtkommt. Ich habe ja bei meinem Nikolaus, habe ich ja auch eine bunte Vorlage dabei. Also so mit dem Durchstreichen und so ist es schon wirklich, wirklich sehr schlecht und teilweise auch ein bisschen unübersichtlich. Aber es geht. Aber ich bin gespannt, wie Rita damit zurechtkommt. Ja, ich glaube, das war es auch, was ich so angeschaut habe. Ich glaube, mehr habe ich tatsächlich nicht geschaut. Ja, und wie im Dschungelcamp habe ich gestern geguckt. Sonntag habe ich dann noch so ein bisschen Trash-TV geguckt, so Are You the One und sowas alles. Und auch die letzten Folgen von die Bachelorette habe ich geschaut. Da war ich auch nicht up to date. Da sagt meine Tochter dann noch, sagt sie, oh Mama, das ist schon ein Jahr her. Ich sage, ja. Ich sage, ich habe es aber noch nicht zu Ende geguckt. Und dann wollte sie gerade schon ran, habe ich gesagt, Mund zu. Ich will nicht wissen, wen sie links. Ich kann das nicht ab. Meine Tochter, die schnabbelt dann immer und erzählt mir mal alles im Voraus, wo ich dann denke, oh, sei doch still. Aber
Das macht sie gerne, um mich zu ärgern. Weil die guckt ja alles an Trash-TV im Fernsehen, also wirklich alles komplett durch. Ob das jetzt hier dies da am Strand ist und weiß der Geier, was da alles ist im Moment. Ah ja. Nun gut. Ja, ihr Lieben. Oha, wir sind schon bei 40 Minuten. Dann kann ich ja direkt ein zweites Video drehen nachher, wenn wir vom Doktor wieder da sind. Ja. Gut, ihr Lieben. Wir haben es jetzt. Was haben wir denn jetzt? Wir haben es jetzt. Viertel nach neun. Wir müssen um 20 vor 12 da sein. Das heißt, ich werde mich jetzt mal so ein bisschen. Ihr seht, ich habe noch einen Schlafanzug an. Bisschen sauber gemacht habe ich schon. Oh, das erste Mal müde bin ich auch schon wieder. So, ich mache mich jetzt mal salonfähig. Aus so einem, was sagt mein Mann immer, aus so einem Wrack einen Salondampfer machen, ne? Und dann geht's ab zum Doktor. Und ja, je nachdem, wie es meinem Mann denn nachher geht, würde ich dann nachher noch ein zweites Video machen, würde euch ein bisschen was erzählen, wie es gelaufen ist. Und dann werden wir das Ding hier aufrollen und schauen dann mal, wie weit man da schon was erkennen kann. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und dann sehen wir uns nachher. Tschüss!